wieder zuhauf. Was ist denn hier los? Norbert. Bescheißt du mich hier, oder was? Okay, wir bleiben jetzt alle ganz ruhig, ja? Kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das weißt du doch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich betrüge. Wann? Wann? 1000 Mal. Das letzte Mal letzte Woche nach dem Grillen bei Grabosch. Da hast du mir doch nichts davon erzählt, dass du einen Liebhaber hast. Ja klar, du hörst halt nie zu. Wir haben den ganzen Weg nach Hause drüber gesprochen. Echt? Wie habe ich denn reagiert? Naja, du hast erst gelacht und gesagt, dass du es mir nicht glaubst. Dann warst du sauer, hast gegen die Laterne getreten, dir den Fuß dabei verletzt. Und dann hast du gesagt, dass du selber eine Geliebte hast. Wie? Wen denn? Irgend so eine Angela aus dem Büro. Ach so. Ja, aber mit der habe ich gar nichts. Das habe ich dir nur erzählt, um dich eifersüchtig zu machen. Ja, Norbert, da kann ich ja jetzt auch nichts für. Vielleicht gehe ich einfach nach Hause. Nein, nein, du bleibst hier. Wir sind ja gleich fertig. Tja,